Mein Forschungsgebiet ist mitten im Leben und ich bewege mich täglich von einem Ort zum anderen und sei es, um nur zur Arbeit zu kommen. Verkehr ist eigentlich immer um uns herum und beschäftigt uns. Und wir beschäftigen uns ja damit, wo es in Zukunft hingehen wird. Ich bin Julia Engelbrecht. Ich arbeite hier an der TU Dresden, an der Fakultät Verkehrswissenschaften, seit circa 2 Jahren als Postdoc. Man findet mich in der Verkehrstelematik. Das ist der Bereich, wo es darum geht, Geräte, Sensoren einzusetzen, um in Fahrzeugen irgendwelche Daten abzurufen und in unserem Fall dann vielleicht irgendwann mal zu schaffen, dass Fahrzeuge Unfälle vermeiden können. Meine wichtigste Aufgabe hier ist natürlich neben der Koordination von Forschungsprojekten, mich damit zu beschäftigen, dass Fahrzeuge irgendwann miteinander sprechen. Fahrzeuge, das kann ein Schiff sein, das kann ein Auto sein, das kann ein Bus sein oder vielleicht dann auch der Fahrradfahrer. Und natürlich soll das auch sicher sein, das heißt, niemand anderer darf dazwischen quatschen. Und wenn es dann funktioniert, die Kommunikation, wird die natürlich auch getestet, ob sie wirklich so sicher ist, wie wir uns das hier ausgedacht haben. Wir berechnen hier Sachen, bauen Algorithmen, wir simulieren viele Sachen, weil man kann ja nicht immer Unfälle im Feld draußen auf der Straße verursachen, sondern können die vielleicht erstmal simulieren. Ein Teil davon ist dann natürlich auch draußen bei der Messung oder hier im Absorberraum, im dunklen Raum, ohne Störung von außen. Am liebsten versuche ich, die Begeisterung, die ich habe für die Telematik, für alles, was mit Nachrichtenaustausch zu tun hat, weiterzugeben. Das heißt, beispielsweise in der Vorlesung, bei taktoffenen Türen, Leuten zu zeigen, dass unsere Arbeit wichtig ist, dass unsere Arbeit Spaß macht, dass unsere Arbeit nützlich sein kann. Mein Leben ist über sehr viele Umwege gelaufen, bis ich dann hier gelandet bin. Ich habe mich früher schon immer sehr für Autos und Traktoren interessiert, habe mit meinem Opa diverse Fahrzeuge repariert und saß immer mit dabei. Habe mit meinem Papa an irgendwelchen Funkgeräten rumgebastelt, also man sah schon so ein bisschen die Tendenz. Nichtsdestotrotz habe ich aber erstmal was anderes studiert. Und nachdem ich festgestellt habe, dass mir das gar nicht gefällt, habe ich dann Elektrotechnik studiert. Und dann irgendwie bin ich so in die Fahrzeugschiene gekommen und jetzt komme ich nicht mehr los von der Telematik. Und habe dann auch hier promoviert und irgendwie bin ich jetzt hier gelandet an der TU Dresden. Was ich auch gern mache, sind Messungen draußen. Ich bin gerne, sei es jetzt bei der Eisenbahn unterwegs oder sei es jetzt mit Fahrzeugen unterwegs. Es ist sehr vielfältig und das mag ich sehr gern. Hier auf dem Testfeld der HTW, mit der wir eine sehr gute Kooperation haben, haben wir die Chance, Fahrtests durchzuführen. Fahrtests, das können beispielsweise solche Tests sein, in denen ein Auto vorne wegfährt und ein automatisiertes Auto diesem Auto in einem festen Abstand und auch mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit, vorgegeben durch das Führungsfahrzeug, folgt. Das nennt sich Platooning. Das ist beispielsweise sehr, sehr gut, um auf großen, langgezogenen Straßen in Amerika LKW-Trucks hintereinander fahren zu lassen. Man braucht einen Fahrer und die anderen sind nicht besetzt. Und das Führungsfahrzeug gibt vor, wie zu fahren ist, und die anderen folgen einfach automatisiert. Das geht natürlich draußen auf der Straße nicht und hier im abgesperrten Gebiet ist das sehr gut zu testen, ohne Sicherheitsrisiko für alle anderen Passanten. Es gibt viele Herausforderungen beim automatisierten Fahren. Meiner Meinung nach ist die größte das Thema Sicherheit und auch das Thema Entscheidung. Wenn ein Computer entscheidet, in welche Richtung es gehen soll, wohin wird gefahren, wann wird gebremst und in welcher Gefahrenstelle wird gebremst, das muss rechtlich sehr, sehr gut abgesichert sein. Es muss aber auch technisch von uns Ingenieurinnen und Ingenieuren sehr gut abgefangen werden. Ich denke gerade sehr, sehr viel im Umbruch und aufgrund dessen kann man auch sehr, sehr viel erreichen. Es ist wichtig, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so können wir nicht weitermachen. Aber es ist auch wichtig, dieses Wissen, dass es so nicht weitergehen kann und neue Möglichkeiten dann auch in die Konzerne und Unternehmen zu bringen. Und das ist die Chance, die ihr da draußen alle habt. Ich denke, dass die Zukunft aus unseren Straßen so aussehen wird, dass wir viel, viel mehr Fahrradfahrer haben, weniger Autos, wir viel mehr nur dann Fahrzeuge benutzen, wenn es wirklich notwendig ist, uns die Fahrzeuge viel mehr teilen, die sie vielleicht dann alleine uns abholen und wieder zurückbringen. Vor allem, wenn ich an meine Oma denke, die am Land wohnt, für die ist es genau das Beste. Sie muss nicht mehr selbst fahren, es kommt ein Shuttlebus, der bringt sie zum Einkaufen, bringt sie wieder nach Hause, bringt sie zum Arzt. Stell mir vor, die Mobilität wird spontaner und vielleicht auch ein bisschen sicherer, dadurch, dass die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und miteinander sprechen können. Vielleicht wird es irgendwann auch so, dass die Mobilität mehr für den Menschen da ist und nicht der Mensch so von der Mobilität getrieben ist, wie es jetzt ist. Eine große Frage ist natürlich, wie weit sind wir mit dem autonomen Fahren und
Wie sieht die Zukunft aus? Werden wir bald alle autonom fahren? Ich habe dazu eine persönliche Meinung, die auch mit vielen technischen Grundlagen gespickt ist. Natürlich ist diese sehr spekulativ. Ich glaube, dass wir so die nächsten 20 Jahre vermehrt autonome Fahrzeuge auf den Straßen finden werden. Bis aber komplett alle anderen Autos aus dem Verkehr sind und wir nur noch autonom fahren, werden mindestens 30 Jahre vergehen, meines Erachtens. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in unser Forschungsgebiet autonomes automatisiertes Fahren geben. Wenn ihr Interesse habt, ein anderes Video zu Auf Arbeit mit zu schauen, wie beispielsweise Auf Arbeit mit Andres Lasani, dann klickt hier. Oder wollt ihr mehr über die TU Dresden wissen, dann klickt hier. Oder ihr könnt auch unseren Kanal abonnieren.